Heute war ich mit meinem Sohn auf der Holzhandwerk 2016. Hier zeige ich ein paar Impressionen von dieser Messe. Schön ist, dass an vielen Ständen aktiv etwas gezeigt wird und es so immer irgendetwas zu sehen gibt. Hier ist der Stand von Magma mit einigen Ausstellungsstücken. Am Stand der Firma Fisch gab es jede Menge Bohrer und Fräser zu sehen. Vakuumspanner bei Bessey hatte ich auch noch nicht gesehen. Werkzeuge selber zu testen, so wie hier am Stand von Metabo, macht doch immer noch am meisten Spaß. Und natürlich der Stand von Holzwerken. An dem habe ich ein paar nette Worte mit Heiko Resch wechseln können und habe auch Marc Koch einmal persönlich kennengelernt. Später haben wir dann Marc Koch noch einmal zusehen können, wie er Fingerzinken mit der Hand herstellt. Diese weiße Spannhilfe, die man hier sieht, gibt es übrigens bei Dieter Schmied feine Werkzeug zu kaufen. Faszinierend sind für mich auch immer wieder diese Holzgroßwerkzeuge, die hier in allen Variationen zu sehen sind. Werkzeug als Kunst. Am Stand von Kohler, der eigentlich Türen und Fenster herstellt, hat uns dieses Bett mit der integrierten Beleuchtung sehr gut gefallen. Thank you.
Neureiter aus Österreich habe ich vielleicht meine neue Drechselbahn gesehen. Sie ist klein, kompakt, komplett aus Grauguss gefertigt und hat trotzdem eine Spitzenhöhe von 17,5 cm. Stand von Pharmac. Da hätte ich so einiges mitnehmen können, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Am Stand von Fein wurde gebohrt wie die Weltmeister. Dieses Teil kann man am Schluss noch als Kunstwerk ausstellen. Am Stand von Diktum hat Arnold Schoger eine noch nicht erhältliche neue Bandsäge präsentiert, die mit einem Sägeblatt von nur 1,2 mm Stärke agiert. Arnold Schoger hat übrigens auch einen Videokanal, auf dem ich schon einige gute Videos gesehen habe. Der Festool-Stand war wieder mal einer der meistbelagerten Stände. Und auch hier gilt: selber machen ist Trumpf. Aber der erste Schrauber, das war wohl nix. Leider konnte uns auch der zweite Akkuschrauber nicht überzeugen. Erst das Gerät mit Stromkabel konnte uns zeigen, was in ihm steckt. Na, hoffen wir mal, dass nur die Akkus leer waren. Bosch Professionell war mit auf der Messe. Und mit den Bildern von dieser sehr schönen, aber auch sehr großen Kappsäge von Bosch geht unser Rundgang auf dieser Messe zu Ende.